Frau Ugendhoje, Sie sind die Projektleiterin des in Kreuzberg ansässigen Vereins Jolie Bar, den Sie 1997 auch gegründet haben. Was bedeutet Jolie Bar und was macht der Verein? Ja, Jolie Bar heißt großer Fluss. Das ist einer der Namen des Nigers, also Jelly Bar, Jolly Bar, sagen die Menschen, wenn sie zum großen Fluss gehen. Und wenn Sie sich das so vorstellen oder nochmal auf der Karte gucken, fließt er eben durch ganz Westafrika und verbindet da sehr viele Kulturen und Länder. Und das war sozusagen das Bild, was wir gerne haben wollten, dass bei uns Menschen zusammenkommen mit verschiedenen Hintergründen und zusammen für bestimmte Themen arbeiten. Unser Schwerpunkt sind sozusagen die Menschen afrikanischer Herkunft, das heißt afrodeutsche Familien, afrikanische Familien, wobei die afrikanischen Familien jetzt in den letzten Jahren eben vermehrt da sind, ich würde sagen die letzten 6, 7 Jahre. Da sind jetzt ganz viele afrikanische Familien mit kleinen Kindern und für die machen wir aufsuchende Familienhilfe. Aber es kommen auch welche, die eben die anderen Angebote nutzen. Und dann natürlich die Afrodeutschen, das heißt Kinder, die in Familien aufwachsen, wo ein Elternteil aus Afrika, der Karibik, Amerika, eben aus einer schwarzen Diaspora-Community kommt und einen deutschen oder europäischen Elternteil und da eben der Bedarf ist für sie oder auch ihre weißen Geschwisterkinder, sich damit auseinanderzusetzen. Was heißt das? Und ich denke, das war in den 80er Jahren eben auch ein ganz wichtiges Element und auch in den 90ern herauszufinden, was ist meine Identität? Wie passe ich in diese Gesellschaft? Also in dieser Zeit war ich ja auch noch relativ jung, also in meinen 20ern. Und das war einfach so ein ganz wichtiger Punkt, den jetzt junge Leute natürlich auch nochmal gehen. Jetzt ist es so, dass in Ihrer Arbeit soziale Angebote, wie zum Beispiel Familienhilfen, verbinden mit kulturellen wie Lesungen, Ausstellungen. Was ist die Idee oder das Konzept dahinter, diese zwei Sachen zusammenzubringen? Das ist eigentlich zufällig entstanden, hat sich aber sehr bewährt, sozusagen so einen ganzheitlichen Ansatz zu haben, professionelle Sozialarbeit zu machen und gleichzeitig Kultur und Bildung, die also sozusagen einerseits aufklärt und Informationen vermittelt. Und das kam dadurch, dass mein Kollege, mit dem ich gegründet habe, Kinderpsychologe war, ein Afro-Brasilianer. Kinderpsychologe sagt es schon. Und ich selber habe Geschichte studiert und habe zum Thema schwarze Menschen im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und in der Nazizeit geforscht und gearbeitet und hatte natürlich das Bedürfnis, auch da zu vermitteln. Und so haben wir dieses Konzept entwickelt, zum Beispiel machen wir jetzt seit 10 Jahren den Black Bazaar. Das ist so ein Fest, was im Februar stattfindet. Im Februar ist der schwarze Geschichtsmonat, wird weltweit gefeiert, von den USA ausgehend. Und da gibt es dann Veranstaltungen, in denen die Lebensrealität, die Erfahrung, die Politik, Kultur, Geschichte von schwarzen Menschen in der Welt vermittelt wird. Und das ist wichtig, weil wenn die Menschen zum Beispiel zu einer Kulturveranstaltung kommen oder eine Filmveranstaltung, dann aber mitbekommen, dass Jolie Bar auch soziale Angebote hat, dann gibt es Sicherheit. Und umgekehrt genauso, wenn Sie kommen, um eine Sozialberatung zu nutzen, dann sehen Sie das auch, das ist ja eine Ausstellung und da wird etwas vermittelt oder zum Beispiel das Instrument die Cora. Das spielt bei uns auch eine Rolle. Das ist einfach eine 21-seitige Kürbisharfe. Ist eigentlich ein afrikanisches Klavier, also ganz fantastisches Instrument. Und dann haben wir das halt bei uns stehen, haben wir bauen lassen, damit das jeder mal anfassen kann und auch die Kinder damit mal probieren können. Und dann sehen die Leute das und sagen, das ist ein Instrument aus meiner Heimat und das ist wichtig. Sie waren in den 80er Jahren eine der Herausgeberinnen des Buches Farbe bekennen. Afrodeutsche Frauen auf den Spuren ihrer Geschichte, in denen schwarze deutsche Frauen deutsche Geschichte aus ihrer Perspektive erzählen. Es wird dort unter anderem sehr deutlich, wie eine nicht aufgearbeitete deutsche Kolonialgeschichte immer noch das Bild der weißen Gesellschaft von schwarzen Menschen in Deutschland prägt. Hat sich daran Ihrer Einschätzung nach seit den 80er Jahren etwas geändert? An der Situation, der wir begegnet sind, als wir Farbe bekennen geschrieben haben, da würde ich sagen, definitiv ja. Also es wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Also
auf der einen Seite ist es eine Babybewegung, also wir sind erst 30 Jahre alt, es ist noch ganz, ganz klein, aber ich erinnere mich, als wir erst 10 waren oder erst 20, im Gegensatz dazu, denke ich, hat sich schon viel bewegt, während natürlich in den USA, in England oder Frankreich die Bewegungen und die Auseinandersetzungen noch viel, viel länger gehen, über 100 Jahre oder so. Nichtsdestotrotz, also es gibt eine schwarze Bewegung, ja, die Initiative Schwarze Deutsche hat sich gegründet, als Farbe bekennen 86 rauskam. Die Begrifflichkeiten haben sich geändert, also ich glaube jetzt die letzten Jahre, letzten 10 Jahre hat sich das durchgesetzt. Wir haben ja mit Farbe bekennen Begrifflichkeiten geprägt, nämlich Afrodeutsch, parallel zu Afroamerikanisch. Entwickelt und als wir dann die ESD gegründet haben, haben andere gesagt, Afrika ist ihnen ein Stück weit zu weit weg, weil ihre Väter aus Amerika waren und haben gesagt, sie wollen auch schwarze deutsche Synonym benutzen. Ja, und dabei ist es eigentlich geblieben und ich glaube, diese beiden Begrifflichkeiten, hauptsächlich Afrodeutsch, hat sich auch in den Medien durchgesetzt. Also das ist schon ein Riesenunterschied. Nichtsdestotrotz hat die Gesellschaft noch viel zu lernen, aber dieser Diskurs, der in verschiedenen Bewegungen, in der Frauenbewegung, in Teilen der linken Bewegung, also Bürgerrechtsbewegung, wenn man das so nennen darf, Bürgerbewegung in Deutschland, hat sich das jetzt zeigt sich das jetzt die Ergebnisse im Mainstream. Das erkennt man an dieser Diskussion zu den Kinderbüchern. Die Begriffe im Kinderbüchern ist natürlich traurig, wenn man Pippi Langstrumpf umschreiben muss, aber die Eltern, die das ihren schwarzen Kindern vorlesen, müssen immer denken, was mache ich jetzt? Ja? Und jetzt denken halt alle darüber nach, was machen wir damit? So oder so, dann gibt es natürlich das Profiling, dass man sozusagen Menschen, das ist mir und wahrscheinlich jedem schon passiert, dass wenn man halt wieder einreist nach Deutschland, dass man dann angehalten wird, ja. Und wieso sind Sie jetzt bei den Europäischen, wieso haben Sie überhaupt, ist der Pass überhaupt echt und so weiter. Und dass das jetzt diskutiert wird oder dafür ein Bewusstsein entsteht, ist natürlich wunderbar. Und das dritte Thema war das Blackfacing. Was natürlich eine extreme, krude Rückwendung ist zu ganz alten Mechanismen, um sozusagen die Verhältnisse wiederherzustellen. Wer ist oben, wer ist unten? Wer ist in, wer ist out? Wer darf mitlachen über den Witz? Und wer soll sich sozusagen in seine Rolle fügen. Wer sind denn die Menschen, die sich bei Jour Libre freiwillig engagieren? Es war ganz interessant, weil wir ja keine staatliche Förderung hatten, von Anfang an nicht, also nur von den Einnahmen aus der Familienhilfen, die leider sehr gering waren, also weil wir sehr kleiner Träger sind, waren wir immer sehr auf dieses Engagement angewiesen und es haben sich immer Menschen gefunden. Am Anfang war es für mich ganz witzig, also ich war auch noch relativ jung, angefangen und dann kamen erstmal eine Gruppe weiße Frauen, junge weiße Frauen, dann im nächsten Jahr waren es junge afrodeutsche Frauen und Afroamerikanerinnen und dann hatte ich mal ein Jahr, das war auch lustig, lauter junge weiße Männer, die sich engagiert haben. Aber wirklich ist es so, dass wirklich Hautfarbe, Geschlecht erstmal so keine Rolle spielt. Und auch die kulturelle Herkunft nicht. Das heißt, wir haben jemanden aus Vietnam, die seit 5 Jahren, die ist über eine ABM-Stelle zu uns gekommen. Oder im Moment ist eine Frau aus Algerien da. Das heißt, es kommen immer Menschen dazu, meistens zufällig. Und die bringen dann eben ihre Kultur mit. Also dann ja, werden auch Elemente aus dieser Kultur eben ein Teil von Jour Libre. Und das ist eigentlich auch das Schöne, dass so Jour Libre sozusagen gelebte Kooperation ist. Also man kann hier, hat man den Schwerpunkt, dass man dieses Zentrum machen will. Wir wollen die Lebensverhältnisse von schwarzen Familien verbessern, aber auch eine interkulturelle Community haben.